Das muss der Eingang zur Klippe sein. In der Beschreibung von Spoins stand, dass die Perle tief unten auf Ebene U7 liegt. Hört sich nach einem wirklich gefährlichen Ort an. Wir sollten vorsichtig sein. Geben wir unser Bestes, Doki. Ja klar, machen wir. Oh, Feuchtklippe. Du und dein Partner können jetzt jeder ein Item halten. Mit dem Schatzbeutel könnt ihr auch... Da könnt ihr nun auch 16 Items im Inventar aufbewahren. Items wie zum Beispiel ein Band wirken nur, wenn sie gehalten werden. Nutze im Menü unter Items die Option geben, um das Item weiterzugeben. Items. Genau. Band strahlt Energie aus. Kobaltband mit einer energetischen Aura. Aura. Wenn der Pokémon es trägt, erhöht es den Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung. Und... Ja, Spezialangriff, wow. Hier, Doki, kriegst du. Brauchst du zwar eigentlich eher nicht, aber egal. Lebensula, okay. Ha. Oh, Tackle. Oh, ein schöner Biss. Schallello sieht ja süß aus. Schöner Ruckzucki. Was ist da? Was ist das? Anorith. Oder Anorith. Anorith. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Treppe. Nice. Dim, dim, dim. Iss Äpfel oder Gummibonbons, wenn du Hunger hast. Mit einem leeren Magen gehst du K.O. Beachte also die Magenanzeige im Menü. Ja, und das wird ja... Man wird ja immer noch vorgewarnt. Teammitglieder erhalten Erfahrungspunkte EP durch Besiegen von Gegnern. Sammeln sie genügend EP, steigen sie ein Level auf. Ein Pokémon verfügt über mehr KP, bessere Statuswert und eventuell neue Attacken, wenn es ein Level aufsteigt. Häufiges Kämpfen lohnt sich. Jo. Ein Apfel oder ein Gummibonbon... Wurde schon gesagt. Poké ist die Währung in dieser Welt. Sammle und spare Geld, um nützliche Items zu kaufen. Jo. Hatte ich vor. Tackle. Jo, Level 19. 7. Was? Level 19. Ja, das wär geil jetzt, ne? Level 7. Ausgezeichnet. Dim. Will Schallellos nicht gegen uns kämpfen? Komm schon, Schallellos. Danke. Hallo, Lilieb. Oder Lilieb. Ja. Ah. Okay, nice. Da lang. Dim. Pilzefbeere aufgehoben. Die Pilzefbeere heilt vergiftete und schwer vergiftete Pokémon. Drücke X, während sie unter Items. Erwähle sie unter Items und danach die Option Essen aus. Kleinkiesel wirft man aus der Distanz auf Gegner. Verwende dazu die Fixieren-Funktion. Halte zum Werfen L und drücke dann R. Kleinkiesel und Stöcke lassen sich in Stapeln von bis zu 99 Stück mitführen. Stelle also sicher, deinen Schatzbeutel nach dem Öffnen durch Drücken von Select zu sortieren. Jo. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mir diese Infos komplett durchlese. Komm, ich will jedenfalls noch, bevor wir den Dungeon schaffen, eine neue Attacke lernen. Ich glaube, wir erlernen als erstes Rasierblatt oder so, weiß ich nicht genau. Um zusätzliche Erfahrungspunkte zu erhalten, muss ein Pokémon im Kampf neben Angriffen mit A mindestens eine Attacke verwendet haben. Nutze die Option Attacken im Menü, um eine deine Attacke anzuwenden oder eine Attacke für einen Schnellzugriff zu fixieren. Halte L und drücke A, um die fixierte Attacke einzusetzen. Genau, das hatten wir auch schon. Top Elixier stellt die Angriffspunkte AP wieder ganz her. Drücke X, wähle das Item unter Items und danach Trinken aus. Okay. Kleinkiesel. Könnten wir auch mal fixieren. Wir können den, sind die KP eines Pokémon niedrig, riskiert es, durch weitere Gegentreffer K.O. zu gehen. Also nichts wie weg, bevor das passiert. Man kann ja X drücken und öffnet man das Menü und kann dann auf Items gehen. Man kann aber auch B drücken, dann ist man gleich bei den Items übrigens. Wir fixieren mal die Kleinkiesel. Ich will die Sinelbeere. Das ist eine Sinelbeere, nicht wahr? Moment mal. Da ist ja gar kein N, das ist ein M. Das ist ein Plagiat-Item. Sinelbeere. Du solltest dir immer genau die Beschreibung des Items ansehen, um sicherzustellen, dass du auch das richtige und kein Plagiat-Item hast. Es gibt ja auch Plagiat-Items, stimmt.
Das würde das Schaden verursacht, fühlt den Magen des Pokémon ein wenig. Das Plagiat-Item zu Sinel wäre. Man kann jetzt wieder übrigens, A drücken? Nee, X drücken, genau. Und dann kann man das auswählen, das, was grün steht. Ja, das Plagiat von Sinelbeere, das heißt Simelbeere, verursacht Schaden, anstatt uns zu heilen. Hallo, Anorith. Oh, heieiei. Werde ich jetzt wieder krank oder was? Ich will nicht krank werden. Aber das kommt durch, dadurch, dass mein Hals jetzt im Arsch war. Gerade durch die Krakelo-Stimme oder so. Keine Ahnung. Macht eigentlich keinen Sinn. Oder? Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Nice. Taubsamen. Wirf Taubsamen nach einem Gegner, um ihn zu betäuben. Er wird handlungsunfähig, bis er angegriffen wird. Vorsicht, nicht selbst essen. Okay. Oh, schön. Konter ist cool gerade. Aber bringt halt nichts, weil besiegt. Hey, Liliep. Liliep, Liliep. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Durch veränderte EQ-Fähigkeiten und Taktik wird der Partner zu einem besseren Mitspieler. Das geht im Menü unter Team. Du kannst auch die Option An- und Aus verwenden, um deinen Partner das Einsetzen von Attacken zu untersagen. Ups. Ich wollte eigentlich angreifen, genau. Ausdauer hat nicht funktioniert. Oh. Nice, Ruckzucki, schön. Da oben ist dein Item, das will ich haben. Schlafsamen. Versetzt Gegner für eine Weile in Schlaf, indem du sie mit Schlafsamen bewirfst. Isst du einen, schläfst du selbst ein. Das ist doof. Kleinkiesel. Taubsamen. Und ich würde gerne Pokémon bekämpfen. Hallo? Da unten ist ein Item. Eine Pulsifbeere. Da sind... Oh, viele Pokémon. Schön. Danke. Das wollte ich. Level 8. Immer noch kein... Was? Wir kriegen immer noch keine neue Attacke? Wow. Ich meine... Dragon hat schon 5, nee 4, also insgesamt, ja, insgesamt schon 5 Attacken gehabt, so gesehen. Wir haben einfach mal 2 bisher. Böse. Ist ja gemein, ey. Das Geile hier ist, soweit ich weiß, wenn man zu einem Endkampf vom Dungeon kommt, werden die KP, AP und so nochmal komplett aufgefüllt. Das heißt, man muss sich keine Angst machen, dass man irgendwie zu viele Attackenpunkte oder so verbraucht. Das ist ziemlich cool. Wie viel... Erfahrungspunkte fehlen uns noch. Für 6, 465. Ich glaube, wie viel kriegen wir nochmal? Ah, nee, okay, wir machen jetzt kein Level mehr. Wir machen jetzt kein Level mehr. Feuchtklippe U7. Das ist die Perle von Spoink. Oh, sieh mal. Das muss die Perle von Spoink sein. Bringen wir sie schnell zurück. Ja, machen wir. Also, es kommt gar kein Endkampf. Oh, ich dachte, es kommt nochmal ein Kampf. Danke, danke, diese Perle muss auf meinen Kopf liegen. So seht ihr, sie hat mir sehr so gefehlt. Ich konnte mich einfach nicht beruhigen, solange sie nicht da oben war. Ich sprang und federte nur so durch die Gegend. Darum habe ich jetzt überall blaue Flecken. Aber dank euch ist dieser Albtraum nun vorbei. Ich bin euch aufrichtig dankbar. Nimm von Loki Protein. Aus dem Calcium. Eisen. Und 2000 Poke. Oh wow, 2000 Poke? Das ganze Geld ist für uns? Natürlich, natürlich. Es ist wertlos für mich, verglichen mit meiner Perle. Leb wohl. Okay, alter Vater. Das ist eine Menge Geld. Wir sind reich, Doki. Ganz einfach so reich. Gut gemacht, Team. Nee, gut gemacht, Team. Oh, da brauche ich mir das Geld, wenn ich bitten darf. Hä? Der Großteil des Geldes, das durch den Job verdient wird, geht an den Geldmeister. Und der Anteil eures Geldes, dem Geld beläuft sich auf... Hä? Wir kriegen nur 200 Poke? Wie gemein. Nun, es ist die Regel der Rede. Ihr müsst euch damit abfinden. 10%, Alter. An alle. Danke, dass ihr gewartet habt. Hm, was? Ich bin mit dem Essen mit den Essensvorbereitungen fertig. Alle herankommen, Essenszeit. Yeah! Woo! Essen! Stopf, schnink, schmatz, stopp, schlabber, schlürf, stopf, schnink, schmatz, schlabber, schlürf, stopf, schnink, schmatz, schlabber, schlürf, stopf, schnink, schlapp, oh Gott. Okay, nein. Ah, ich habe fertig gegessen, ein hervorragendes Mal. Ich bin voll und jetzt werde ich ganz schläfrig.
Ja, ich gehe mal ins Bett. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Yeah. Geil. 10 Minuten müssen wir noch aufnehmen. Okay. Hör mal, Doki. War heute nicht ein hektischer Tag? Ist so viel passiert. Aber ich bin erleichtert, dass unser erster Job ein Erfolg war. Dass die Knuddelhoffs Gilde so viel von dem Geld genommen hat, hat mich wirklich aufgeregt. Das sind wohl einfach die Kosten für das Training. Da können wir nichts machen. Aber ich war heute richtig glücklich, als Spoink sich bei uns bedankt hat. Ich bin müde. Ich schlaf jetzt. Geben wir morgen wieder unser Bestes. Gute Nacht, Doki. Schlaf gut. Kapitel 3, der Schrei. Am nächsten Morgen. Ach nee, der nächste Morgen. Aufgestanden habt dafür! Das ist morgen! Guten Morgen, Doki. Hi. Ja, natürlich möchte ich speichern und fortsetzen. Dem. Ah, deswegen dauert das Speichern immer so lange. Der Emulator läuft nicht mehr bei 100% Schnelligkeit, wenn er speichert. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra! Oh, ihr beide seid immer noch hier. Nun komm mal mit. Ich schon wieder. Okay. Okay. Hä? Letztes Mal hatten wir einen Job von dem Brett auf der anderen Seite. Sehr richtig. Heute werde ich einen Job auf dem Brett erledigen. Was ist an diesem Brett anders? Seh genauer hin. Oh, sieh mal, Doki. Da hängen Plakate von lauter verschiedenen Pokémon. Wow, sehen die cool aus. Sind das berühmte Erkunder? Was sind das für Pokémon, Plaudergei? Die hier abgebildeten Pokémon sind Kanoven. Das sind alles sehr fragwürdige Typen, gesuchte Verbrecher. Oh nein. Das sind Verbrecher? Sehr richtig. Es sind Kopfgelder auf sie aufgesetzt. Andere sagen, wer einen fängt, bekommt zur Belohnung Geld. Heutzutage treiben sich so viele bösartige Pokémon herum, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. Warte mal, heißt das, wir sollen diese Galoven fangen? Das kann nicht dein Ernst sein, das ist unmöglich. Ich mache nur Spaß. Es gibt da draußen bösartige und weniger bösartige Pokémon. Einige dieser Pokémon sind von Grund auf durch und durch gemein. Aber es gibt auch bösartige Pokémon, die nur harmlose Liebe sind. Dazwischen gibt es noch viele Abstufungen. Ich werde also keines der sehr bösartigen Pokémon fangen müssen. Ihr werdet das, okay. Oh, ihr. Wir nicht, okay. Seht euch die Bilder an und wird ein Pokémon, das so schwach aussieht, dass ihr es zur Rechenschaft ziehen könnt. Du sagst also, dass manche schwächer sind? Aber es sind immer noch bösartige Pokémon, oder nicht? Ich habe Angst vor gefährlichen Pokémon. Alles ist Teil eures Trainings, ihr beide müsst. Ihr beißt euch da schon durch, ganz sicher. Ja, ganz sicher. Aber ich nehme an, dass ihr auf einen schwierigen Gegner gefasst sein müsst. Also werde ich jemanden bitten, euch erst einmal rumzuführen. Hey, Pizza! Pizza! Jawohl, ja. Du hast mich gerufen. Hey, Pizza! Hier sind die neuen Rekruten, die uns beigetreten sind. Nimm sie mit und führe sie durch die Stadt. Donnerwetter, oh, Menschenskinders. Oh, was werde ich? Jawohl, ja. Das ist Pizza, er ist auch ein Gildenlehrling. Ich möchte, dass ihr Pizza zuhört und seinen Anweisungen folgt. Und nun geht. Okay. Kurze Unterbrechung, sorry. Oh Mann, bin ich glücklich. Hui. Warum denn? Oh, ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr der Neuling bin. Oh, schön. Oh, ich konnte vor Freude platzen. Oh, bevor ihr euch eingeschrieben habt, war ich der neueste Neuling. Herr Lehrling. Oh, ja. Oh, naja, ich führe euch am besten herum. Kommt bitte mit mir. Hallo, so, ja. Okay. Ah, jetzt sagt der Mann dann, ne? Ja. Oh, wo fangen wir an? Oh, da. Ja. Hier haben wir Glibunkel. Hi. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was dieses Pokémon treibt. Also, er scheint ständig an diesem großen Kessel rumzuwerkeln. Das ist mir ein Rätsel, jawohl, ja. Okay. In dieser Richtung liegt die Gildenkantine. Ja. Okay. Essen, geil.
In dieser Richtung findet ihr die Crew-Räume. Die sind, hier kommt ihr zur Kammer des Guildenmeisters. Ja. Als nächstes fühle ich euch außerhalb der Gilde herum. Okay. Ich glaube, der ist ein bisschen aufgeregt oder so, ne? Schnappatmungen hat der, glaube ich. Oh, ich habe gehört, dass mein Freund Fortschritt des Abenteuers bei dem Wasserloch dort speichern kann. Normalerweise sichert man sein Fortschritt seines Abenteuers, indem man sich in sein Bett der Gilde übergibt. Jawohl, ja. Anscheinend kann man dort vorne auch, aber auch speichern. Oh, tolle Wetter. Das ist ein praktischer Ort. Ja, wenn man den Fortschritt seines Abenteuers häufig speichern will. Ja, ich glaube schon. Oh, für die außersichtlichen Pokémon in dieser Hauptplatz der Stadt. Oh. Wir befinden uns in Schatzstadt. Über Schatzstadt kann ich dir auch was erzählen. Das ist die Zwirlichtbank. Dort können wir unser Geld lagern. Und da ist Elevoltag Link. Dort kannst du zum Beispiel Attacken kombinieren lassen. Aber Elevoltag scheint heute nicht da zu sein. Ja, wie es aussieht, nicht. Hier haben wir den Kekleon-Markt. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Kangama-Lager. Und dort ist das Kangama-Lager. Items, die dort gelagert werden, gehen niemals verloren. Wenn du kostbare Items hast, die du nicht verlieren willst, lager sie hier, bevor du zu einem Abenteuer aufbrichst. Das sind die wichtigsten Orte, die ein Erkundungsteam kennen sollte. Lass mich streichen. Oh, du weißt ja eine Menge. Oh, ja, wirklich. Oh, das ist gut zu wissen. Also komm. Also gut, kommt zu mir, bevor ihr euch auf den Weg macht. Ich helfe euch dabei, den richtigen Ganoven-Volk zu finden. Ja, danke, Melissa. Das war wirklich freundlich von dir. Oh, deiner Witte. Oh, ich bin ganz verlegen. Oh Mann. Ich warte in der unteren Gildenebene 1 auf euch. Okay. Okay, lass uns gehen. Ich würde gerne sehen, welche Items wir verkaufen können. Gehen wir zum Kekleon-Markt. Bevor wir zurückgehen, müssen wir unbedingt zum Kekleon-Markt. Okay. Was ist hier unten? Da unten ist noch Knuddel auf irgendwas. Ach, Eier ausbrüten, glaube ich. Das ist Kangama-Dojo. Nicht Kangama. Knogger-Dojo. Genau. Was war hier unten nochmal? Xatu, irgendwas. Was war Xatu nochmal? Was hat Xatu nochmal gemacht? Ich habe keine Ahnung. Willkommen. Kaufen. Beste Qualität. Nichts. Okay, nichts Wichtiges. Nein. Hallo, Herr Kekleon. Der kleine Merrill und der kleine Tschuchi. Ach, warum... willkommen, meine kleinen Freunde. Hallo, könnte ich bitte einen Apfel kaufen? Aber natürlich. Merrill und Azuri kaufen einen Apfel im Kekleon-Laden. Vielen Dank, die Herren Kekleon. Ach, meine Güte. Nein, wir haben zu bedanken. Oh, meine kleinen Freunde, ihr seid so liebenswert. Okay. Wisst ihr, diese entzückenden Kinder sind Brüder. Seit kurzem ist ihre arme Mutter krank. Also kommen die beiden Kleinen eben und kaufen für sie ein. Es ist wirklich bemerkenswert. Obwohl sie so jung sind, übernehmen sie schon so viel Verantwortung. Ja, Herr Kekleon. Oh, wieso die Eile? Warum kommt ihr so schnell zurückgelaufen? Es ist ein Apfel zu viel. Für den haben wir nicht bezahlt. Oh ja, das ist meine kleine Freude, ist ein Geschenk von mir und meinem Bruder. Bitte teilt ihn euch, lasst ihn euch schmecken. Ja, wirklich? Oh, yippie, danke, Herr Kekleon und Herr Kekleon. Oh, keine Ursache, meine Freunde, kommt gut nach Hause. Oh, wie süß. Autsch. Autsch. Tut uns leid, dass wir gestört haben, vielen Dank. Doki gibt dazu den Apfel doch auf einmal. Was war das? Schwindelig, wirklich. Tschung. Hilfe. Ja, okay. Was war das? Ich habe doch gerade hier einen Hilfeschrei gehört. Hä, was? Was? Hä? Kam der Schrei von dir? Stimmt etwas nicht? Ja, Zurill. Was ist los? Beeil dich. Ja, ich komme, warte. Ist alles in Ordnung? Ja. Wir sind einkaufen fertig. Jetzt müssen wir ein Item suchen, das wir verloren haben. Lass uns gehen. Ja, ich komme schon. Okay.
Heiei. Ich will die Party jetzt endlich mal beenden. Ich will noch kurz bei Kekleon einkaufen. Ha, diese kleinen Kerlchen sind ja süß. Oh, was ist mit dir, Doki? Ob ich vorhin einen Hilfeschrei gehört habe? Nein, ich habe niemanden schreien hören. Hey Brüder, Kekleon, habt ihr vorhin irgendwas Seltsames gehört? Was? Nein, nichts Ungewöhnliches. Ich habe auch nichts Auffälliges gehört. Die Brüder Kekleon haben anscheinend auch nichts dergleichen gehört. Du musst es dir eingebildet haben, Doki. Nein, ich bin mir sicher, dass ich es mir nicht eingebildet habe. Ich habe es ganz sicher gehört. Dieser Schrei, den ich gehört habe. Hey, Hilfe! Es gibt gar keinen Zweifel. Dieser Schrei kam von Azuril. Träumst du etwa? Lass uns gehen, Doki. Nein, ich will noch Kekleon. Danke. Jetzt können wir auch mehrere Items kaufen, wenn wir L und R drücken. Das ist ziemlich cool. Das konnten wir bei dem ersten Dungeon, Mystery Dungeon nicht. Und hier kann man jetzt, glaube ich, genau, von L, R und L wird alles ausgewählt. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Mit L nur normal auswählen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's aber erstmal mit dieser Folge. Oder mit dieser Aufnahmesession, mit diesen drei Folgen. Hä? Nein, hier mache ich jetzt nicht weiter. Wir sehen uns hierbei das nächste Mal wieder, Leute. Haut rein!